Ach, endlich Wochenende. Da kann man immer so entspannt ausschlafen. Oder, Steffi? Du schläfst doch sonst auch immer bis mittags. Außerdem, ich kann nicht ausschlafen. Ich muss hier für die Uni lernen und ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Gönn dir doch mal eine Pause. Wir könnten ja nachgucken, was im neuen Adventskalendertürchen drin ist. Sorry, Martin, aber es geht wirklich nicht. Ich muss noch so viel machen. Die Aufgaben hier, das macht sich auch nicht alles von alleine. Und ja, geh du mal in den Kalender, dann kriegst du deine tägliche Portion Physik. Na gut, wie du willst. Ist heute etwa schon der 12.? Ich hätte dich ja fast vergessen. Ja, das hast du ganz offenbar. Naja, du hast den Weg ja auch so gefunden. Dann konntest du Elsa ja auch schon bewundern. Elsa? Ja, die ganzen Rohre und Technik müssen dir doch aufgefallen sein. Oh, ja, ja, klar, natürlich, ja. Gut. Ist sie nicht einfach beeindruckend? Ja, wow. Kannst du mir irgendwas Tolles zeigen? Ja, komm. Elsa besteht aus drei Beschleunigern hintereinander, die die Elektronen immer schneller machen. Der erste Beschleuniger hier ist ein Linearbeschleuniger. Die Elektronen werden in diese Richtung beschleunigt und kommen dann in den zweiten Beschleuniger. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Hier kommen die Elektronen rein und dieser Beschleuniger hier ist rund. Sein Umfang beträgt fast 70 Meter. Hier werden die Elektronen beschleunigt, damit sie noch schneller werden. Damit sie auf einer Kreisbahn fliegen, gibt es hier diese Magnete. Und da hinten durch dieses Rohr werden sie dann in den nächsten Beschleuniger geleitet. Komm. Und hier werden die Elektronen in den letzten Beschleuniger weitergeleitet. Pass auf deinen Kopf auf. Dieser Beschleuniger ist auch rund, allerdings mit 164,4 Metern deutlich größer. Die Elektronen können hier weiter beschleunigt werden, aber man kann sie auch speichern. Um einmal im Kreis im Beschleuniger zu fliegen, brauchen die Elektronen 500 Nanosekunden. Ich wünschte, ich könnte auch so schnell laufen. Und als letztes gehen wir noch zu den Experimenten. Komm! Mit denen spannende Teilchenphysik mit den schnellen Elektronen gemacht wird. Dort siehst du auch die zwei Hauptdetektoren. Mit den Detektoren versucht man, die entstehenden Teilchen zu finden.
Uff, das ist ja schon alles ziemlich kompliziert. Kann man denn den Beschleuniger jetzt einschalten, damit wir den Elektronen zugucken können? Nein, Strahlenschutz und so. Aber ich kann dir einen kleineren Beschleuniger zeigen. Ein Teilchen, ja. Ich bekomme immer so einen großen Hunger, wenn ich über Teilchenbeschleuniger rede. Aber wegen der vielen Bleiabschirmungen bei Elsa darf man eh nicht essen. Das tut mir leid. Danke. Naja, dann komm mal mit. Das hier ist ein kleinerer Beschleuniger, mit dem die Studenten sonst spielen dürfen oder müssen. Hier werden die Elektronen erzeugt, werden dann nach dort beschleunigt und treffen auf ihr Ziel. Ha. Worauf treffen die denn dann hier? Auf das sogenannte Target. Mit Hilfe der schnellen Elektronen kann man Materie untersuchen. So richtig vorstellen kann ich mir das immer noch nicht. Hast du das vielleicht noch eine Nummer einfacher? Ich studiere immer in Asienwissenschaften. Lass mich kurz überlegen. Aber ja, da habe ich was für dich. Dieser Teilchenbeschleuniger sollte etwas anschaulicher sein. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Oh, nicht so ein Teilchenbeschleuniger. Wir benutzen dieses Holzbolzen hier als Elektronenersatz. Ah, das wäre auch sonst eine richtige Sauerei geworden. Ja. So, das könnte jetzt etwas lauter werden. Was war denn das? Der arme Weihnachtsmann! Das war eine Vakuumkanone. Und es war ja nur ein Schoko-Weihnachtsmann. Naja, bei den großen Beschleunigern wie Elsa wird schließlich auch die Zusammensetzung von Materie untersucht. Hier haben wir zwar nur Quark statt Quarks gefunden, aber hat definitiv einen weihnachtlicheren Flavor. Zimt! Und wie funktionierte das jetzt genau? Die Vakuumkanone wird mit dieser Kappe bzw. dieser eingefetteten Platte luftdicht verschlossen. Dann wird mit der Vakuumpumpe die ganze Luft aus dem Rohr herausgepumpt. Dadurch herrscht ein viel geringerer Luftdruck in dem Rohr als außerhalb. Wenn man diese Platte dann wegzieht, kann wieder Luft in das Rohr zurückströmen, bis der Luftdruck sich wieder angeglichen hat. Die Luft strömt dabei an dem Holz, an der Holzkugel vorbei und beschleunigt sie so in diese Richtung. Boah, Puddingteilchen, Zimtquark. Jetzt habe ich ganz schön Hunger bekommen. Ich glaube, ich muss erstmal frühstücken. Oh, schade. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.